Ein Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video zu Battlefield 4. Ja, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr in Battlefield 4 euch ganz leicht Embleme besorgen könnt, ohne dass ihr sie wirklich großartig selber machen müsst. Als erstes geht ihr auf die Seite emblems.bf.com, die findet ihr auch in der Beschreibung, und dort findet ihr ganz, ganz viele Embleme, die ihr euch runterladen könnt. Vorab ist zu sagen, ihr könnt nur die Embleme einfügen beziehungsweise verwenden, wo ihr auch schon alle benutzten Sachen vom Entwickler besitzt. Also wenn, sag ich mal, der Entwickler ein Zeichen benutzt, was ihr durch ein Battlepack noch nicht bekommen habt, das kann ich euch ja mal zeigen. Hier seht ihr ja, die Sachen, die hat man unter freigeschaltet, manches ja nicht freigeschaltet. Sag ich mal, der Benutzer hat jetzt durch ein Battle, hat ein Fernglas benutzt bei sich, das habt ihr aber noch nicht freigeschaltet, dann könnt ihr das zwar hier einfügen, wie ich das euch auch gleich zeigen werde, aber ihr könnt das nicht speichern, denn dann wird eine Fehlermeldung kommen, das zeige ich euch jetzt auch mal. Nun gut, als erstes öffnet ihr euch die Seite und sucht euch ein Bild raus. Ich nehme zum Beispiel das hier, weil das kann ich selber auch nicht einfügen, weil mir dazu etwas fehlt. Nun ja, als erstes geht ihr auf die Seite. Ich bin jetzt hier unter Top gegangen. Und dann findet ihr hier Top of the Day zum Beispiel, dieses Bild. Dann findet ihr unten einen Code. Den kopiert euch einfach. Wirklich komplett den ganzen Code kopieren. Steuerung C oder Rechtsklick und kopieren. Dann geht ihr hier wieder auf Emblem anpassen. Ich habe ja schon so ein paar einfach mal Just for Fun runtergeladen. Nehmt das nicht ernst mit dem Pedobär. Ich bin nicht pädophil, ne, aber das sollte jeder halbwegs vernünftig denkende Mensch ja auch verstehen können, diesen Witz. Nun ja, auf jeden Fall, ihr geht dann auf hinzufügen. Dann fügt ihr euch das hier hinzu. Dann drückt ihr Steuerung, Shift und J. Dann müsstet ihr euch eine Konsole öffnen. So, dann drückt ihr hier Steuerung V. Und dann fügt ihr euch das ein. Dann drückt ihr Enter. Und ihr seht, mir wurde jetzt hier dieses nette Anime-Mädchen eingefügt. Jetzt kann ich auf Speichern und Verwenden gehen. Er wird mir aber sagen, Emblem Error Not Unlocked Shapes. Das heißt, hier ist irgendwas drin, was ich noch nicht freigeschaltet habe. Deswegen können wir das nicht benutzen. Also nehmen wir uns mal ein anderes. Da müsst ihr dann halt darauf achten, dass ihr eins nehmt, was ihr schon habt. Sagen wir mal, ich nehme jetzt hier nochmal diese Person, dieses Anime-Mädchen mit der Augenklappe oder der Augenbinde. Wieder Steuerung C. Dann sage ich unten Steuerung V, Enter und dann überschreibt er das sogar. Genau, dann überschreibt er das und ihr habt hier das eingefügt. Jetzt kann ich auf Speichern gehen und dann müsstet ihr mir das eigentlich gespeichert haben. Emblem gespeichert, genau. Könnt ihr die Konsole schließen und dann habt ihr das hier eigentlich so, wie ihr es auch haben wolltet. Gut, ich kann das eigentlich auch wieder löschen, ich habe das ja schon. Und das ist eigentlich der ganz einfache Trick, wie ihr euch Embleme speichert. Ihr könnt euch natürlich auch selber welche erstellen, aber für die, die sagen, ja, ich bin so selber nicht künstlerisch begabt, dann ist die Seite wirklich top. Haha, wisst ihr, top und so, und dann bin ich ja drauf gegangen. Ja, der Spaß beiseite. Dann findet ihr hier eigentlich ganz witzige Sachen. Zum Teil auch die gleichen Bilder, nur in einer anderen Farbe, wie hier zum Beispiel mal zu sehen ist. Da sieht man hier einmal den Typen und hier unten sieht man den auch nochmal. Oder hier sie. Und dann sieht man hier unten, glaube ich, auch noch mal ein Bild mit anderen Haaren. Also das ist alles recht verschieden. Und nun ja, das ist eigentlich schon das große Rätsel gewesen. Die Seite kann ich euch nur empfehlen. Hier könnt ihr euch dann immer wieder verschiedene Embleme runterladen und diese auch benutzen. Man sieht ja viele Leute mit einem doppelten Emblem. Da dachte ich erst, oh mein Gott, wir haben das gemacht. Aber ich weiß es jetzt mittlerweile auch. Und nun ja, ich hoffe, ich konnte einigen von euch helfen. Wenn das Video euch geholfen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Verbreitet es auch ein bisschen bei euren Freunden, wenn die das vielleicht auch noch nicht wissen. Und dann würde ich eigentlich schon sagen, wir sehen uns in einem meiner nächsten Tutorial-Videos oder Let's Plays-Videos wieder. Bis dahin sage ich ciao. Leute, euer Knight. Tschüss.